Yo, was geht ab, Leute? Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich lade gerade oder bearbeite gerade das Max und Mande Video. Gönnt euch gerne das Max und Mande Video. Wir sind sehr, sehr kurz vor unserem Ziel. Wir haben jetzt fast Gen 3 fertig. Nächsten Montag wird Gen 3 komplett fertig gemacht. Komplett. Es fehlen ein paar regionale und ein Pokémon, das ich noch nicht in gut genug habe. Ne, zwei. Also ein paar, die ich noch nicht in gut genug habe. Ansonsten haben wir dann auch Gen 3 komplett fertig und nach dem Plan, laut den Kalkulationen von mir, sind wir im März auch fertig mit Gen 4, genau. Ja, und momentan gibt es ja nur die 5 Gens, also sehr, sehr knapp vor unserem großen Ziel. Und dann, ja, das einzige Problem ist halt der Sternstaub, den müssen wir noch fertig machen. Aber sollte kein Problem sein. Auf jeden Fall gönnt euch Max und Mande, schreibt in die Kommentare, was ihr alles gemacht habt. Falls ihr Fragen habt, sollte ich das pushen, könnt ihr das auch gerne stellen. Denn seit neuestem machen wir das immer so, dass ihr Fragen stellen könnt und die werde ich versucht zu beantworten, während ich immer pushe. Und natürlich, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, einen Kommentar, ein Abo, aktiviert die Glocke. Also ich lade das jetzt hoch und dann treffe ich mich mit einer Kollegin, ein paar Sachen erledigen und einen Glückstausch machen. Heute ist der 17. Februar. Wir haben seit dem 1. Februar jeden Tag einen Spezial Shiny Glückstausch und die Kette darf nicht unterbrochen werden. Für morgen ist auch schon einer geplant, Mittwoch muss ich mal schauen und dann haben wir, ich versuche auf jeden Fall diesen Monat jeden Tag einen speziellen Glückstausch zu machen und am Ende des Monats wahrscheinlich ein Update dann. Neue Shiny Luckys werden wir durchentwickeln und dann seht ihr meine Sammlung, was mir noch fehlt. Und ja, das war der Plan für heute. Letzter Tag vorm Valentinstags-Event. Ich habe es nicht wirklich gut genutzt, um ehrlich zu sein. Bisschen viel zu tun gehabt. Vielleicht begebe ich mich nochmal auf die Jagd nach 100er Marmolida aus der Quest. Aber 14 Hibiskus fangen ist schon viel. Es kam gestern einer rein, checkt das Video von gestern ab. Den habe ich leider verpasst, kam nicht mehr mit voller Zeitanzeige rein, also zu spät angezeigt worden und wir haben den nicht mehr erreicht, leider. So ist das. Ich kriege leider nicht jeden 100er. Klar, gibt es dann hier und da mal ein paar krasse Highlights, aber auch viele Sachen, die ich euch nicht gezeigt habe. Wenn ihr wüsstet, was ihr alles nicht gesehen habt, weil es halt voll der Fail war, wo ich es versucht habe und dann nicht geschafft habe und dann nicht wirklich erwähnenswert gewesen wäre. Verrückteste war, okay, eine Story, okay, 100er Mankey kam rein, Stunden Spawn, ich hatte noch gute 52 Minuten oder so, Problem ist, es war in Hinterparsing und dann nochmal Hinterparsing, also Hinterparsing, Hinter und ja, klar, es kamen ein paar Nachrichten rein, oh, der Hong gönn dir, Level 35 Wetterboost und ja, auf jeden Fall erstmal Wetterboost, immer gefährlich. Dann habe ich halt so geschaut, ich brauche halt dahin, ungefähr 50 Minuten, also plus minus null. Und das war halt wirklich, wirklich weit. Und dann steige ich so in die S-Bahn, okay, versuchen wir es. Und es sieht halt schlecht aus, ich komme da an, irgendwie so 3, 4, 5 Minuten vorher. Problem ist, ich hätte den Bus nehmen können und hätte nur 2 Minuten dahin gebraucht. Aber ich hätte auf den Bus warten müssen und dann Gesamtzeit wäre so, dass ich 1 oder 2 Minuten nach Despawn erst angekommen wäre und dann denke ich mir, okay, schaffe ich diese Zeit zu Fuß? Man weiß es nie, man verschätzt sich immer. Ich dachte mir, ja, okay. Und dann fahren wir halt und S-Bahn hier da, bisschen 1-2 Minuten Verspätung immer, braucht an manchen Stationen ein bisschen länger und dann hatten wir irgendwie doch Minus und dann hatte ich echt nur noch ein paar Minuten. Und dann dachte ich mir so, okay, entweder ist da ein Roller, E-Scooter und ich habe Glück, aber das dachte ich mir, nee, das ist außerhalb des Gebiets, keine Chance. Oder wir nehmen uns ein Taxi. Dann dachte ich mir, okay, ob da direkt Taxis sind, weiß ich nicht so genau. Was habe ich gemacht? Ich habe während der Fahrt, weil das waren 20, 30 Minuten Fahrt mit der S-Bahn, habe ich mir ein Taxi dorthin bestellt. Problem ist, und ich habe extra in die Nachricht geschrieben, hey, der muss so und so um diese Zeit da sein und wir müssen unser Ziel genau um diese Zeit erreichen. Muss. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Was passiert? Der Kerl ist zu spät gekommen. Ich bin ausgestiegen, kein Taxi war da, ich habe es versucht mit Laufen, aber hat nicht funktioniert. Dann ruft der Kerl mich so an, 2 Minuten zu spät. Ja, ich stehe jetzt da, wo sind sie? Ich so, Digga, du bist zu spät, ich brauche dich nicht mehr. Handy ausgeschaltet und ciao. Das war leider Story, 50 Minuten. Zwei Stunden meines Lebens verschwendet, weil ich bin da hingefahren und da muss ich nochmal zurück. Und im Nachhinein denkt man sich halt, ja okay, hätte man so viele mehr Sachen, Optionen gehabt. Aber in dem Moment irgendwie Tunnelblick, okay, ich muss dahin und dann fahren wir von dort dahin. Im Nachhinein hätte ich gesagt, okay, wir fahren nach Parsing
und von Pasing nehmen wir ein Taxi. Oder direkt Taxi, aber das wäre echt böse teuer gewesen für einen 100er Menki. Das wäre mir ein bisschen zu teuer gewesen, aber ich hätte auf jeden Fall im Nachhinein, wäre ich direkt nach Pasing gefahren und dann von Pasing, ja, mit dem Taxi. Das wäre, glaube ich, machbar gewesen. Das war so eine kleine Nebenstory. Video ist jetzt fertig, das lade ich jetzt schön hoch, Thumbnail, und dann veröffentlichen und dann gehen wir Glückstauschen. Wir sind im Teddy, Leute. Ich habe gerade damit ein Instagram-Foto gemacht. Das werdet ihr irgendwann sehen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Bezüglich Safari-Zone London natürlich. Dieser Teddy hat sehr verrückte Sachen. London? Manchester. Was? Liverpool. Sorry, England einfach. Ja, sehr verrückte Sachen hier in diesem Teddy. Getauscht haben wir auch schon. Blende ich hier neben mir nochmal ein. Leute, dieses Konzept von diesem Laden, ich check den nicht, die verkaufen einfach alles. Und die haben mich, Mann. Ich bin in ihre Falle getappt. Ich werde mir das jetzt random kaufen. Für den Hintergrund von den Videos dachte ich mir, kann ich einfach so super saftig buchstabieren, schreiben oder wenn der Tag mal schlecht war, einfach richtig leidend. Und dann seht ihr das irgendwo demnächst im Hintergrund der Videos und der Livestreams. Sie haben mich, Leute, sie haben mich. Spontaneinkauf, nie gut. So, nächster Morgen. Ich blende hier neben mir nochmal den Tausch ein. Ein Aquana, sehr nice. Grüße gehen raus an Oksana, vielen Dank. Denn, ja, die Entwicklungen sind immer nice. Viele Leute wollen mir immer Shiny Evoli andrehen und da ist halt die random. Dadurch, dass ich halt den Namensdruck nicht mehr habe, boah, Wasser war, glaube ich, reiner oder so. Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall habe ich das nicht mehr. Muss ich mir halt erstmal einen Aquana tauschen, das habe ich jetzt. Und für die anderen geht es ja noch. Glaciola und Folipurba Module und nach Tagapsiana halt laufen. Das geht noch. Vergesst nicht, laufen und aus dem Buddy-Menü entwickeln, weil viele machen das immer falsch und dann tun die den als Buddy raus und dann entwickeln und dann umsonst Kilometer gelaufen. Und ich habe das jetzt aufgebaut. Die haben mich echt gelockt hier. Ist ganz nice. Ich habe mir sogar überlegt, noch eins zu kaufen. Kostet nur 5 Euro. Für richtig leidend. Kann man hier anmachen. Entweder mit Batterie oder halt Kabel. Ist echt nicht schlecht. Seht ihr demnächst jetzt ab jetzt öfters im Hintergrund. Ansonsten, Valentinstags-Event ist vorbei. Und wir haben noch ein Happy End bekommen. Am Sonntag habe ich ein Video hochgeladen. Da hieß es 100er Marmolida-Jagd ohne Happy End. Ich habe noch ein Happy End bekommen. Und ich habe ein 100er Marmolida bekommen. Ich kriege leider nicht jeden 100er. Nein, es ist keiner mit reingekommen. Ich habe den tatsächlich aus der Quest. 929. Und dabei habe ich gar nicht so viele gemacht. Blende ich hier neben mir ein. Ich habe ungefähr jetzt im Pokédex 30. Davon sind aber 5 bis 6 getauscht und 5 bis 6 wild gefangen. Das heißt, ich habe nur 15 bis 18 ungefähr Quests tatsächlich gemacht. Und da einen 100er rauszuziehen, hätte ich nicht erwartet. Irgendwie so auf dem Heimweg noch. Die letzte Quest erledigt und bam, 100er Marmolida. Das hat mich halt echt wirklich gefreut, das war so mein Highlight. Shiny Chanera habe ich nicht bekommen, habe ich aber nicht wirklich gejagt. Auch die Quest habe ich da nicht gejagt. Oneiga habe ich kein einziges gebrütet, aber ich habe auch nur 4 Siebeneier oder so während des Events gebrütet. Also den habe ich auch nicht wirklich gejagt und ansonsten gab es nicht wirklich viel. Oh doch, einen habe ich gefangen, zwei sind mir geflohen, einen habe ich gebrütet, aber natürlich kein 100er dabei gewesen. Ansonsten war es das so mit meinem Valentinstags-Event. Ein paar Bonbons genutzt, hier und da mal ein Modul gehabt. 6 Stunden waren okay. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Was war euer Highlight vom Valentinstags-Event? Ihr wisst Bescheid. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.